Schon 2006 ist unter Kim Jong-il die erste Atombombe Nordkoreas gezündet worden. Der Vater des jetzigen Herrschers hat als zweiter Spross der Kim-Dynastie das international weitgehend isolierte Land zwar nur 7 Jahre lang regiert. Die Militär-zuerst-Devise Kim Jong-ils hat die nordkoreanische Armee aber zur zahlenmäßig viertgrößten Streitkraft der Welt gemacht. Alles Geld fließt in die Atomrüstung und in die technisch aufwendigen Raketen. Militärexperten bezweifeln die Schlagkraft der schlecht ausgerüsteten konventionellen Streitkräfte Nordkoreas, ungeachtet ihrer Größe und der hochentwickelten nuklearen Rüstung. Nordkorea zur Atommacht zu machen, das war das große Ziel Kim Jong-ils, der mit seinem Vater, Staatsgründer Kim Il-sung, als Symbolfigur des Staates auf unzähligen Plätzen in ganz Nordkorea zu sehen ist. Ein Ziel, das Kim Jong-il auch erreicht hat, wie sich der 1941 in der Sowjetunion geborene Juri Irsenowitsch Kim zum geliebten Führer des nordkoreanischen Volkes aufgeschwungen hat, sehen Sie jetzt in der Dokumentation Despoten Kim Jong-il. Dieser Mann war einst der Herrscher über Nordkorea. Kim Jong-il war ein paranoider Psychopath, einer der übelsten Diktatoren aller Zeiten. Er hat Hunderttausende seiner Landsleute hinrichten lassen und dem Westen immer wieder mit Krieg gedroht. Nordkorea produziert Massenvernichtungswaffen, während seine Bürger verhungern. Er droht bei einem Angriff damit, eine Atomrakete abzufeuern. Und vielleicht ist er verrückt genug, das zu tun. Dies ist die Geschichte eines Mannes mit einem unstillbaren Verlangen nach Macht und Ruhm. Ein Mann, der zum Diktator erzogen wurde und mit sadistischer Grausamkeit geherrscht hat. Nordkoreas Kim Jong-il. Am 8. Juli 1994 stirbt im Alter von 82 Jahren der nordkoreanische Diktator Kim Il-sung. Er hat 36 Jahre lang regiert. Sein Regime ist skrupellos und tyrannisch. Und trotzdem wird er beinahe wie ein Gott verehrt. Er habe, so glauben zumindest die Nordkoreaner, im Zweiten Weltkrieg über Japan gesiegt. Und die Amerikaner im Koreakrieg geschlagen. Mit seinem Tod entsteht die erste kommunistische Dynastie der Welt. Denn sein Sohn Kim Jong-il tritt die Nachfolge an. Nordkoreas Gründervater ist gestorben und in den Himmel aufgefahren. Und es gibt den lebenden Stellvertreter. Dasselbe Blut und derselbe Geist. Das Geschlecht macht weiter. Goes on. Aber die Situation für Kim Jong-il ist schwierig. Trotz aller Versuche seines Vaters, wirtschaftlich unabhängig zu werden, ist Nordkorea von Importen aus den kommunistischen Nachbarländern abhängig. Als die Sowjetunion 1991 zusammenbricht, hat das katastrophale Auswirkungen auf die nordkoreanische Wirtschaft. Desaströse Ernten verschlimmern die Lage noch und im ganzen Land hungern die Menschen. Das sozialistische Paradies ist gescheitert. Als Kim Jong-il anfing, sich mit Politik zu befassen, hat sich die Nahrungsmittelverteilung langsam verschlechtert. Auf dem Weg zur Arbeit sah ich jeden Tag mehr als 10 tote Straßenkinder. Damals starben viele Menschen um mich herum. Viele Waisenkinder verhungerten. Die
Propaganda der nordkoreanischen Regierung stellt die Hungersnot als einen beschwerlichen Marsch dar, der gegangen werden muss. Der neue Machthaber Kim Jong-il, so heißt es, habe das Land bereist und dabei jeden Tag nur eine Schale Reis zu sich genommen. Er machte deutlich, dass er mehr als jeder andere unter diesem beschwerlichen Marsch litt. Er versuchte seinen Landsleuten ein Bild der Enthaltsamkeit zu vermitteln. Er trug immer dasselbe Outfit, würde so wenig essen, dass er nicht auf die Toilette müsse. Sein Körper hatte sich angeblich daran angepasst. In Wirklichkeit lebt Kim Jong-il auf großem Fuß, während sein Volk hungert. Er ließ Hummer einfliegen. Er trank französische Weine. Er war der beste Kunde von Hennessy. Dieser Mann mochte gutes Essen. Was ist das für ein Lärm? Oh, das sind nur die verhungernden Menschen. So war er. Das ist eine gefühllose Art des Bösen. Da ist nur Leere. Die hungernden Menschen, die da draußen heulen, bedeuten mir nichts. Statt einfache Marktreformen zum Wohl des Volkes umzusetzen, so wie China und Russland es vormachen, ist Kim Jong-il nur an seinem eigenen Wohlergehen interessiert. Er hat das gelassen, weil er dachte, dass eine solche Politik die Menschen zu unabhängig machen würde, sie zu schwer zu kontrollieren und letztlich zu gefährlich wären. Um seinen extravaganten Lebensstil zu finanzieren und um an der Macht zu bleiben, führt er die Regierung wie ein Mafia-ähnliches kriminelles Unternehmen. Es wurde über Verwicklungen in verschiedene illegale Aktivitäten gesprochen. Vom Elfenbeinhandel bis zum Herstellen von Methamphetamin. Sie waren wahrscheinlich die besten Fälscher amerikanischer 100-Dollar-Scheine. Und das ist eine der großen Widersprüche in der Zeit Kim Jong-ils. Sie können den perfekten falschen 100-Dollar-Schein herstellen, aber sie können nicht genug Getreide anbauen, um die Bevölkerung zu ernähren. Während Kim sich selbst bereichert, kommt er auf die Idee, jemand anderen für die Ernährung des nordkoreanischen Volkes bezahlen zu lassen. Er tyrannisiert den Westen, damit der Nahrung schickt. Kim Jong-il baut dazu nicht nur die viertgrößte Armee der Welt auf, sondern lässt im Geheimen auch Kernwaffen entwickeln. Nordkorea wollte schon immer eine Atommacht werden. Das Ziel war eine bessere Verhandlungsposition, ein Druckmittel. Sie würden das Vorhaben einstellen, wenn das Überleben des Regimes garantiert wird. Kim sorgt dafür, dass der Westen genau weiß, was er plant. Normalerweise lassen sie bewusst Informationen über ein Atomproblem durchsickern. Vielleicht von einem Atom- oder Raketentest. Sie schlagen Verhandlungen vor, um die Krise zu lösen, die sie selbst verursacht haben. Ein Großteil der Welt atmet erleichtert auf und man räumt ihnen Zugeständnisse ein. Durch diese Politik bringt Kim Jong-il seinen meistgehassten Feind dazu, ihm aus der Klemme zu helfen. Als die amerikanischen Hilfsmittel im Land eintreffen, wird den Nordkoreanern gesagt, das seien Entschädigungen der Amerikaner für den imperialistischen Angriff auf Nordkorea im Koreakrieg. Und obwohl jetzt Nahrung ins Land fließt, treibt Kim Jong-il sein Atomprogramm weiter voran.
Wenn ihr uns attackiert, wenn ihr irgendwas tut, das wir nicht mögen, dann werden wir eine Atomrakete abfeuern. Game over. Und vielleicht bin ich wahnsinnig genug und verrückt genug, das wirklich zu tun. Die nuklearen Drohungen des nordkoreanischen Diktators haben nicht nur den Zweck, das Volk zu ernähren. Das Land war so abgeschottet, dass es für die globale Politik irrelevant geworden ist. Als Atommacht gewinnt es wieder an Bedeutung. Und das ist gut fürs Ego. Kim Jong-il war auf internationalem Niveau ein Meister der Manipulation und er liebte es, Amerika zu erniedrigen, ihm gehorsam zu machen. Wir wollten sichergehen, dass er keine Atomwaffen hat. Und am Ende hatte er natürlich doch welche. Das ist die grausame Absurdität in Nordkorea. Während Milliarden für die Armee und Atomwaffen ausgegeben werden, ist das Volk verängstigt und hungert. Es überlebt nur mit Hilfe internationaler Almosen. 2002 möchte Kim Jong-il mit Japan über Hilfslieferungen sprechen. Dazu möchte er dem einstigen Erzfeind etwas anbieten. Und zwar ein überraschendes Schuldeingeständnis. Er gibt zu, dass nordkoreanische Geheimagenten in den 1970er Jahren japanische Bürger entführt haben. Unter anderem die damals erst 13-jährige Megumi Yokota. Kim Jong-il ist besessen von Spionage. Er wollte meist völlig unnötige Abenteuer. Die schlechteste Entscheidung war die Entführung einer großen Anzahl japanischer Bürger, um sie als Sprachlehrer für nordkoreanische Spione einzusetzen. Die nordkoreanische Regierung gab schließlich zu, dass mindestens 13 Japaner verschleppt wurden. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Teil. Es waren vermutlich mehrere Dutzend. Es ist eine Form verbrecherischer Willkür, die die übrige Welt kaum fassen kann. Aber es ist genau das, was man von einem Mann erwarten kann, der zum Diktator erzogen wurde. Das Leben des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-il basiert von Anfang an auf einer Lüge. Die offizielle Berichterstattung erklärt, er sei unter Umständen geboren worden, die selbst Jesus in den Schatten stellen würden. Es heißt, dass bei Kim Jong-ils Geburt ein Gletscher am Paektusan, dem berühmtesten Berg in Korea, zerbrach. Ein Doppelregenbogen am Himmel erschien, ein neuer Stern aufleuchtete und Kraniche, Koreas Nationalvögel, aufstiegen, um die Geburt von Kim Jong-il zu verkünden. Die Wahrheit sieht wahrscheinlich etwas anders aus. Kim Jong-il wurde als Yuri Kim auf einer sowjetischen Militärbasis in der Nähe von Chabarowsk geboren. Aber das kann Nordkorea unmöglich zugeben. Deshalb haben sie sich eine Geschichte ausgedacht, in der er auf koreanischem Boden geboren wurde. Sein Vater Kim Il-sung hat dort für den kommunistischen Widerstand im Osten Russlands gekämpft. Mit sowjetischer Unterstützung wollte Kim die koreanische Halbinsel von der japanischen Herrschaft befreien. ...1945 muss Japan kapitulieren, nachdem Amerika das Land in die Knie gezwungen hat. Damit endet auch die japanische Herrschaft über Korea. Als Kim Jong-ils Vater Kim Il-sung nach Nordkorea zurückkehrt, ist die Geschichte über die Geburt seines Sohnes nicht die einzige Lüge, die er im Gepäck hat. Es ist eine ständige Verzerrung der Geschichte. Viele Nordkoreaner glauben tatsächlich, dass Japan im Zweiten Weltkrieg von Kim Il-sungs Widerstandsbewegung bezwungen wurde. Den Süden der Halbinsel kontrollieren die Amerikaner. Im Norden unterstützen die Russen und Chinesen Kim Il-sung. So wird Korea in Nord und Süd aufgeteilt.
Der zukünftige Diktator Kim Jong-il ist erst 4 Jahre alt, als sein Vater die Familie in die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang bringt. Die kommunistische Propaganda malt das Bild einer heroischen Kindheit unter dem heldenhaft mächtigen Vater. Aber Überläufern zufolge hat das mit der Wahrheit nicht viel zu tun. Es heißt demnach, dass sein Hang zum Bösen schon in jungen Jahren begonnen hat. 1948 spielen Kim Jong-il und sein jüngerer Bruder zusammen am Pool hinter dem Haus der Familie. Aus irgendeinem Grund läuft etwas furchtbar schief. Das Herumtollen endet in einer Tragödie. Der jüngere Bruder ertrinkt. Und Gerüchten zufolge ist Kim Jong-il dafür verantwortlich. Sollte er tatsächlich seinen Bruder ertränkt haben, zeigt das, dass unsoziales Verhalten und sogar Mord zu seinem alltäglichen Verhalten gehören. Diese Geschichte wurde auf zweierlei Weise erzählt. Sie wurde oft von denen wiedergegeben, die Kim Jong-il als den Bösen darstellen wollten. Auf der anderen Seite aber auch, um seine Qualifikation als harten Mann zu zeigen. Nach dem Motto, leg dich nicht mit Kim Jong-il an, fordere ihn nicht heraus. Für den Verlust seines Bruders zeigt er kaum Gefühle. Aber der Verlust eines anderen nahen Familienmitglieds nur ein Jahr später erschüttert Kim Jong-il zutiefst. Im Jahr 1949, Kim Jong-il ist gerade einmal 7 Jahre alt, erkrankt seine Mutter an den Komplikationen einer Bauchhöhlenschwangerschaft und stirbt. Wenn er eine Mutter gehabt hätte, hätte es eine leitende Hand gegeben. Aber so ist er in einer Welt aufgewachsen, in der der Umgang mit ihm für andere sehr gefährlich war, für ihn aber sehr sicher. Der junge Kim sucht danach verzweifelt die Aufmerksamkeit des Vaters. Aber Kim Il-sung hat wichtigere Sorgen. Im Morgengrauen des 25. Juni 1950 beginnt Kim Il-sung einen der brutalsten und sinnlosesten Konflikte des 20. Jahrhunderts. Viel hat nicht gefehlt und der Koreakrieg wäre zu einem dritten Weltkrieg geworden. Kim Il-sung marschiert in den Süden ein, um es kommunistisch zu machen. Aber Streitkräfte der Vereinten Nationen unter Führung der Amerikaner drängen ihn zurück. Als die Chinesen nun ihren kommunistischen Verbündeten in Gefahr sehen, schreiten sie ein und drängen die Amerikaner zurück. Es kommt zu einer Pattsituation. Die Kämpfe enden, aber es wird nie ein Friedensvertrag unterschrieben. Die Menschen vergessen oft, dass der Koreakrieg eigentlich nie beendet wurde. So viele Familien wurden durch Nordkorea und Südkorea getrennt. Und für die Familien in Südkorea waren ihre Angehörigen auf der anderen Seite wie in ein schwarzes Loch gefallen. Die beiden Seiten einigen sich auf eine demilitarisierte Zone, die noch heute Nord- und Südkorea trennt. Der Koreakrieg flößt Kim Il-sung und seinem Sohn Kim Jong-il eine lebenslange Angst und Abscheu vor Amerika ein. Sie bauen eine riesige Armee auf, um sicherzustellen, dass der Norden nie wieder eingenommen werden kann. Einer der wichtigsten Wege, um die Macht zu behalten, ist eine Art theatralische Opferrolle. Alles dreht sich um den andauernden Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus, der auf den Koreakrieg zurückdatiert wird. Die entmilitarisierte Zone ist in Wahrheit die am meisten militarisierte Grenze der Welt. Ein 4 Kilometer breiter und 120 Kilometer langer Streifen unbewohntes Land.
Die DMZ ist ein Streifen, der sich quer durch das Land zieht und der zwei Armeen trennt. Demilitarisiert ist eine völlig falsche Bezeichnung. Es war vor vielen Jahren ein amerikanischer General der US-Streitkräfte hier, der sagte zur Presse, hier ist nichts D in dieser MZ. An der Grenze kommt es immer wieder zu Zwischenfällen und Provokationen. Der Koreakrieg hat Nordkorea weitgehend isoliert. Der damalige Diktator Kim Il-sung verkündet daher, dass das Land unabhängiger werden muss. Er möchte nicht mehr auf Chinas oder Russlands Hilfe angewiesen sein. Im Jahr 1955 ruft er die Politik der nordkoreanischen Autarkie aus, die sogenannte Juche-Ideologie. Die Juche-Ideologie war eine Mischung aus Marxismus, Leninismus, koreanischer Mythologie und natürlich Konfuzianismus. Unter Juche soll Nordkorea sich selbst versorgen, selbst verteidigen und sich ohne äußere Einflüsse entwickeln. Es ist ein System, das Kim Il-sung dazu benutzt, seine Alleinherrschaft im Land zu festigen. Die Massen müssen sich nun dem großen Führer fügen. Aber die Vaterfigur einer Nation ist für seinen eigenen Sohn kein guter Vater. Kim Jong-il vermisst seine Aufmerksamkeit und seine Anerkennung, aber der oberste Führer hat dafür keine Zeit. Auf der anderen Seite wird der Junge völlig verzogen. Kim Jong-il wuchs sehr behütet auf und er kannte kein Nein. Aber man braucht ein Nein, um zu wissen, welches Verhalten in Ordnung ist und welches nicht. Und wenn man vom obersten Führer erzogen wird, kann man sich vorstellen, was das mit dem Ego macht. Nachdem er 1964 seinen Abschluss an der Kim Il-sung-Universität gemacht hat, bekommt Kim Jong-il einen Posten in der Arbeiterpartei. Sein Vater befördert ihn kurze Zeit später in eine Position, von der er glaubt, dass er sie mag. Kim Il-sung wurde klar, dass der Junge seine ganze Kindheit im Kino verbracht hat. Er ist besessen von Filmen. Und Kim Jong-il wurde vom Beamten, ohne klare Aufgabe, zum Leiter des Propagandasystems des Landes gemacht. Es ist die perfekte Position für einen jungen Mann, der sich verzweifelt bei seinem Vater beliebt machen möchte. Er wird den Mythos verbreiten, dass Kim Il-sung eine gottähnliche Figur sei, die den Koreakrieg gewonnen hat. Indem er ihn auf ein solches Podest hebt, hofft Kim Jong-il insgeheim, dass er eines Tages selbst die Zügel der Macht in Händen hält. Er lässt Gemälde und Statuen von Kim Il-sung anfertigen, die in ganz Nordkorea aufgestellt werden. Jedes Haus sollte ein Porträt von Kim Il-sung aufhängen. Und diese Porträts müssen verehrt, gesäubert und nach speziellen Regeln ersetzt werden. Und es war ein Verbrechen, sich nicht daran zu halten. Allmählich steigt ihm die Macht, die Kim hinter den Kulissen hat, zu Kopf. Aufgrund seiner Liebe zum Film sieht er das Kino als die perfekte Möglichkeit, die nordkoreanische Bevölkerung zu indoktrinieren. Er möchte, so wie das verhasste Südkorea, weltweit preisgekrönte Filme produzieren. Aber Nordkorea hat einfach nicht das Talent dazu. Er steckte in dem Dilemma, dass seine Filmemacher nicht von dem lernen konnten, was woanders auf der Welt passierte, weil er jeden hermetisch von der Außenwelt abgeschottet hielt. Also heckt Kim einen verrückten Plan aus.
Es ist eine der bizarrsten Episoden in Nordkorea und gehört, würde ich sagen, zu einer der bizarrsten Episoden in der modernen Filmgeschichte überhaupt. Jo Hin-hee ist die glamouröseste und erfolgreichste Filmschauspielerin von Südkorea. Eines Tages bekommt sie eine ungewöhnliche Einladung nach Hongkong. Die Schauspielerin wurde von einem Filmemacher aus Hongkong angesprochen, der ihr die Regie und eine Rolle anbot. Einige Tage lang wird Joey in Hongkong umschmeichelt. Dann wird sie gebeten, den Filmemacher an die Küste von Hongkong zu begleiten, wo angeblich ein Top-Produzent lebt. Aber das ist eine Falle. Sie sagt, sie wurde ohnmächtig und wachte auf einem Schiff wieder auf, das sie nach Nordkorea brachte. Mit einem grinsenden Kim Jong-il, der sie von einem Porträt anblickte. Nach einer 6-tägigen Bootsfahrt versteht Joey die ganze Tragweite der Situation. Denn Kim Jong-il persönlich kommt an die nordkoreanische Küste, um sie willkommen zu heißen. Seinen südkoreanischen Star hat er, jetzt braucht er nur noch einen Regisseur. Und wer wäre besser geeignet als ihr Ex-Mann Shin Sang-ok, der berühmteste Filmemacher Südkoreas? Shin wird in ein nordkoreanisches Gefängnis gesteckt, nachdem er auf nahezu identische Weise aus Hongkong entführt wurde. Die Nordkoreaner nutzen eine Foltermethode, die sogenannte Folterposition. Dabei muss der Gefangene mit gekreuzten Beinen und geradem Rücken sitzen, gerade ausschauen, 16 bis 18 Stunden am Tag, ohne einen Muskel zu bewegen. Wenn man es doch tut, wird man geschlagen oder bestraft. Die Logik dahinter ist, dass man dabei über sein Vergehen nachdenken soll. Insgesamt war Shin 3 Jahre lang im Gefängnis. Shin willigt schließlich ein, bei Filmen für Kim Jong-il Regie zu führen, wenn sie ihn dafür freilassen. Shin wurde erst einige Wochen zuvor aus dem Gefängnis entlassen. Man gab ihm neue Kleidung, man gab ihm gutes Essen und ihm wurde gesagt, mach dich bereit, Kim Jong-il will dich treffen. Fünf Jahre nachdem sie entführt wurde, arrangiert Kim Jong-il eine Party für Joey, um sie wieder mit Shin Sang-ok zu vereinen. Als würde er seinen eigenen Film machen, mit seinen Opfern als Schauspieler, inszeniert Kim das Ganze. Oh, da ist jemand, den du treffen solltest. Und er schafft dieses Drama. Können Sie sich das vorstellen? Sie ist gemeinsam mit der nordkoreanischen Elite auf einer Party. Und herein kommt ihr entführter Ehemann. Kim Jong-il sagt ihnen, na los, wollt ihr euch nicht umarmen? Also umarmen sich Shin und Joe völlig perplex. Und Kim hat sich schon das prächtige Finale ausgedacht. Im Grunde sagt er, wieso heiratet ihr nicht wieder? Okay. Ich sage euch was. Ich werde euch trauen. Dieser Mann ist verrückt. Shin und Kwei werden gezwungen, mehrere Filme für Kim Jong-il zu machen. Bis sie schließlich 1986 in den Westen fliehen können. In den 1980er Jahren ist Kim Il-sung noch immer der Diktator von Nordkorea. Aber seine Gesundheit ist angeschlagen und er kränkelt. Weil es keine Rivalen gibt, überzeugt Kim Jong-il seinen Vater, ihn zu seinem Nachfolger zu machen. Aber als einer, der keine militärische Erfahrung hat, muss er der Armee beweisen, dass er würdig ist, sie anzuführen.
Er musste sich als starker Mann in einem Land etablieren, in dem das Militär einen sehr hohen gesellschaftlichen Stellenwert hat. Er musste beweisen, dass er tough ist, also seinen Gegnern gegenüber völlig gnadenlos sein kann. Von seiner Liebe zu James Bond inspiriert, übernimmt Kim Jong-il zunächst die Leitung des nordkoreanischen Geheimdienstes. Weil er Nordkorea nie wirklich verlassen hat, dachte er, Hollywood-Filme zeigen die Realität. Er glaubte, James-Bond-Filme seien Dokudramen über die Spionage im Westen. Er beschließt, das zu beenden, was sein Vater begonnen hat, den Süden anzugreifen. Sieben südkoreanische Minister, darunter der Präsident, besuchen das Märtyrer-Mausoleum in Rangoon, um einem Kriegshelden die Ehre zu erweisen. Zwei Tage zuvor hat Kim Jong-il Agenten losgeschickt, um dort eine schreckliche Überraschung zu deponieren. Führerlos, so das Kalkül, wäre Südkorea Kim ausgeliefert. 21 Menschen werden durch die Detonation getötet, darunter drei Mitglieder des südkoreanischen Kabinetts. Aber das Hauptziel, der Präsident, überlebt, weil sein Auto im Verkehr stecken geblieben und er deswegen verspätet ist. Offensichtlich wurde das getan, weil man dachte, so ein Anschlagsversuch würde einen regierungsfeindlichen Aufstand in Südkorea auslösen. Natürlich war das ein Wunschtraum. Mit Amerika im Rücken floriert Südkoreas Wirtschaft. Und nach jahrelanger Diktatur wendet man sich nun der Demokratie zu. Südkorea wird dafür mit der Ausrichtung der Olympischen Spiele 1988 belohnt. Kim fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Der Kalte Krieg ist noch in vollem Gange und er möchte einen Boykott der Spiele inszenieren. Nordkoreas kommunistische Alliierte trafen sich, um zu entscheiden, ob sie die dritten Spiele boykottieren sollten. Moskau wurde 1980 vom Westen und Los Angeles 1984 vom Osten boykottiert. Kim schreckt vor nichts zurück, um Südkorea das Sportereignis zu verderben. Von den Passagieren unbemerkt platzieren nordkoreanische Agenten eine Bombe an Bord des Korean Airlines Flugs 858 Richtung Seoul, bevor sie bei einem Zwischenstopp in Abu Dhabi die Maschine verlassen. Oh. 115 Menschen, vorwiegend Südkoreaner, werden durch den Anschlag getötet. In Kim Jong-ils wahnsinnigen Augen hat er den kommunistischen Staaten nun eine Ausrede geliefert, die Olympischen Spiele in Seoul zu boykottieren. Die Nordkoreaner lieferten die Ausrede, es ist zu gefährlich. Euch fallen die Flugzeuge vom Himmel. Das ist ein Kriegsgebiet. Aber sein absurder Plan geht nach hinten los. Südkoreanische Geheimdienstagenten spüren Kims Attentäter in einem Hotel in Bahrain auf. Als sie verhaftet werden, versuchen sie mit Cyanidpillen, die in Zigaretten versteckt waren, Selbstmord zu begehen. Der Mann schafft es. Die Frau wird in letzter Sekunde von südkoreanischen Beamten aufgehalten. Die Terroristin überlebt und gesteht, dass Kim Jong-il sie beauftragt hat. Sie kam mit dieser asiatischen Maske aus dem Flugzeug. Ich vermute, unter der Maske war eine Mundsperre aus Leder, die in den Mund geht und die verhindert, dass man sich die Zunge abbeißt. Nordkoreanische Kommandos waren ausgebildet, ihre Zunge abzubeißen und dann zu verbluten. Nachdem Kims mörderisches Spiel enthüllt ist, beschließen die Ostblockstaaten, die Olympischen Spiele in Südkorea nicht zu boykottieren. Das Weiße Haus bezeichnet Nordkorea als Förderer des Terrorismus.
Aber Kim Jong-il kümmert das nicht. Denn am 8. Juli 1994 erhält er die Nachricht, auf die er sein ganzes Leben gewartet hat. Sein Vater ist tot und er wird der neue Diktator. Mit der Machtübernahme des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-il wird das Leben für das bereits verarmte und unterdrückte Volk noch schlimmer. Kim Jong-ils Herrschaft zwingt das Land in die Knie. Etwa 1 Million Menschen sterben während einer der schlimmsten Hungersnöte des 20. Jahrhunderts. Das Land ist so rückständig, dass es im Gegensatz zum Rest von Asien, aus dem Weltall betrachtet, fast in völliger Dunkelheit liegt. Aber statt Mitleid zu ernten, macht Kim Jong-il sein Land zu einem internationalen Außenseiter. Nordkoreas Regime bewaffnet sich mit Raketen und Massenvernichtungswaffen, während seine Bürger verhungern. Solche Staaten und ihre terroristischen Verbündeten sind eine Achse des Bösen. Aber Kim Jong-il interessieren amerikanische Appelle nicht. Da sein Volk völlig isoliert ist, weiß es gar nicht, wie der Rest der Welt aussieht. Keine unabhängigen Informationen gelangen hinein oder hinaus. Und jeder, der sich dem Führer widersetzt, wird gnadenlos vernichtet. Es heißt, dass kein anderes Land der Welt mehr politische Gefangene hat als Nordkorea. Am Anfang seiner Herrschaft hatte Nordkorea mehr politische Gefangene pro 1000 Menschen als die Sowjetunion unter Stalin. Bis zu 200.000 Menschen sind schätzungsweise aufgrund ihrer Ansichten inhaftiert. Jeder, der nicht mit dem Personenkult einverstanden ist, der die Obrigkeit in Frage stellt oder die Rechtmäßigkeit der koreanischen Arbeiterpartei, wird sehr hart bestraft. Dazu gibt es große Gulag-Gefangenenlager und auch Hinrichtungen sind weit verbreitet. Während Hunderttausende Nordkoreaner verhungern oder eingesperrt sind, lebt Kim Jong-il ein Leben im Überfluss. 2008 verschwindet er ohne eine Erklärung für 10 Monate. Die Welt wartet. Hat ihn sein Lebensstil endlich eingeholt? Als er wieder auftaucht, wird er gebrechlich und verwirrt. Dann am 17. Dezember 2011 erfolgt im Fernsehen eine Bekanntmachung. Kim Jong-il, Nordkoreas lieber Führer, ist tot. Die Trauerwelle ist ähnlich hysterisch wie die vor 17 Jahren, als sein Vater starb. Zunächst hoffen viele Politiker im Westen, dass sein Tod einen Wendepunkt in der Geschichte von Nordkorea darstellen könnte. Nach 63 Jahren brutaler Diktatur gibt es die Chance, dass das Land sich endlich öffnet und seine selbst auferlegte Isolation beendet. Es gibt sogar Gerüchte über eine mögliche Wiedervereinigung mit dem Süden. Aber das blühende Südkorea nur 4 Kilometer hinter der entmilitarisierten Zone wirkt für den Norden bedrohlich. Dinge, die bei jedem anderen Staatsoberhaupt als Scheitern gelten, wie die Niederlage im Krieg, dem Koreakrieg, eine Hungersnot oder die Tatsache, dass das rivalisierende Land, von dem man sich als rechtmäßiger Besitzer ausgibt, eine Wirtschaft hat, die zigmal größer ist als die eigene. Nichts davon beeinflusst seine Herrschaft. Südkorea ist an der Spitze der modernen Technikwelt. Das große Glück der Südkoreaner ist, dass sie mit Amerika verbündet sind, den amerikanischen Weg gewählt haben. Die Nordkoreaner haben einen anderen Weg eingeschlagen.
went a different way. Für viele Nordkoreaner ist die einzige Hoffnung zu fliehen. Nachdem ich übergelaufen war und mich in Südkorea niederließ, hatte ich noch 5-6 Jahre lang Albträume über Nordkorea. Ich habe immer noch Albträume über Nordkorea. Die Diktatur ist schrecklich. Es keimt die Hoffnung auf Veränderung, als bekannt wird, dass Kim Jong-ils dritter Sohn Kim Jong-un übernehmen wird. Schließlich wurde er im Westen ausgebildet. Er ist im Ausland aufgewachsen und erkennt den Rest der Welt so, wie er tatsächlich ist. Er hat Dinge erlebt, die Kim Il-sung und Kim Jong-il nicht gekannt haben. Mit nur 28 Jahren wird er der dritte oberste Führer der Dynastie. Kim Jong-un ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Er ist sehr jung. Sein Vater dachte wohl, er würde viel länger leben. Jetzt hat also Kim Jong-un mit sehr wenig Erfahrung die Kontrolle über das Land. Unglücklicherweise stellt sich heraus, dass er offenbar noch verrückter ist als sein Vater. Es fängt mit einem bizarren Regierungsvorschlag an. Kim Jong-un erklärt, dass die Nation neue Haarschnittgesetze befolgen soll. Frauen können aus 18 Varianten wählen. Männer aus 10 genehmigten Haarschnitten. Regeln, die der oberste Führer gezielt ignoriert. Aber es gibt eine noch viel dunklere Seite am neuen Kim. Kim Jong-un scheint bereit zu sein, körperliche Gewalt anzuwenden. Er ist offensichtlich fähig, Menschen umzubringen, die er persönlich recht gut kennt. Er fängt mit seinem eigenen Onkel an, der öffentlich verhaftet und erschossen wird. Danach tötet er viele seiner Militärkommandanten in öffentlichen Hinrichtungen. Gleichzeitig testet er weiter Atomwaffen und lässt sein Volk hungern. Wenn man Kim Jong-il und Kim Jong-un vergleicht, glaubt man, Kim Jong-un sei anders. Aber nichts ändert sich. Es gibt immer noch die Hungersnot. Die Menschen verhungern immer noch. Ich glaube, man sollte keine Hoffnungen in Kim Jong-un setzen. Währenddessen liegt der Mann, der für viele Probleme seines Landes verantwortlich ist, einbalsamiert im Mausoleum in Pyongyang und wacht über die Herrschaft seines Sohnes und das Leiden des nordkoreanischen Volkes. Kim Jong-il war derjenige, der diese Truman-Show aufgebaut hat, weil er sonst an Macht verloren hätte. Das heutige Nordkorea existiert nur, um die Kims und ihre Führung aufrechtzuerhalten. Und das ist auf dem Schmerz, der Arbeit, dem Kummer und den Tragödien all der Menschen erbaut, die dort leben. Obwohl das Kartenhaus, das die Familie Kim erbaut hat, unverwundbarer als je zuvor erscheint, glauben manche Menschen, dass es doch noch zusammenbrechen kann. Ich denke, das nordkoreanische System ist sehr brüchig. Es gibt eine Familie an der Spitze, die die Gesellschaft für ihr eigenes Wohl aussorgt. Und wenn die Mittel, das zu tun, irgendwann nicht mehr effektiv genug sind, dann könnte das auch sehr schnell vorbei sein.